Dresdens Innenstadt wird rund um den Tag der Einheit zur Sperrzone für den Autoverkehr. Und auch zahlreiche Straßenbahnen und Busse werden umgeleitet. Darüber haben Stadt- und Verkehrsbetriebe am Freitag informiert. Die Einschränkungen beginnen bereits am Montag, wenn auf dem Altmarkt die Ländermeile aufgebaut wird. Die Stadt richtet sich deshalb mit einer Bitte an die Dresdner. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich die Bitte aufgrund der verkehrstechnischen Verhältnisse im Innenstadtbereich, dass diejenigen, die in Dresden wohnen beispielsweise oder auch im Umland, den Festbereich mit Bus und Bahn bitte erreichen sollen, kein Kfz nutzen. Die Innenstadt ist dann nicht mehr erreichbar und insofern ist es sehr schwierig, dort Parkplätze zu finden, wenn das überhaupt möglich ist. Die Auswärtigen sollen die P&R-Plätze nutzen für die Straßenbahn. Insofern bitten wir darum, dass der öffentliche Personennahverkehr genutzt wird. Wer in die Innenstadt will, ist also auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Ein Sonderticket für die dreitägige Einheitsfeier ist aber nicht geplant. Nein, das wird es nicht geben. Also hier sind die ganz normalen Tickets zu lösen. Da erhalten Sie die Informationen über die Tarife in extra ausgegebenen Flyern, die in allen Hotels ausliegen, beziehungsweise auch in unseren Fahrzeugen vorhanden sind. Die Verkehrsbetriebe verstärken die Innenstadtlinien. Sie fahren bis Mitternacht im 10-Minuten-Takt. Dazu am Wochenende bis 2 Uhr morgens noch jede Viertelstunde. Bereits ab Montag ist die Bilsdrufer Straße für Straßenbahnen gesperrt. Und auch Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen. Das ist im Wesentlichen das System zwischen Dr. Kölzring, der Sophienstraße, dem Terrassenufer und der St. Petersburger Straße, wo dann nur noch einige Quartiere, beispielsweise um die Kreuzkirche herum, das nur noch mit Einfahrtsgenehmigung machbar ist. Ausnahmen gibt es für Anwohner. Bis Dienstag können sie noch ihre Einfahrtsgenehmigung beantragen. Zusätzliche Einschränkungen auf dem Neumarkt, dem Theaterplatz und am Kongresscenter gibt es zum 3. Oktober selbst. Dann findet der eigentliche Festakt in der Semperoper statt und der Bundespräsident lädt zum Empfang im ICC. Auch nach dem Ende der großen Einheitsparty sind die Verkehrseinschränkungen noch nicht beendet. Bis 6. Oktober dauert der Abbau. Bis dahin bleibt die Wilsdrufer Straße für den Verkehr gesperrt.